Das hat mein Stellvertreter Magister Karin Renner ebenfalls einige Worte zu uns sagen. Liebe Karin. Ja, geschätzte Damen und Herren, werte St. Pöltnerinnen, St. Pöltner, vor allem aber sehr geehrter Herr Parteivorsitzender, werter Herr Bürgermeister, lieber Matthias, ich darf das so sagen, ich habe dich in dem mehr als einem Jahr relativ gut kennenlernen dürfen und ich kann da eigentlich nur Komplimente aussprechen. Man kann für eine Stadt wie die Landeshauptstadt St. Pölten keinen integreren, keinen intellektuelleren, keinen freundlicheren, keinen fleißigeren Bürgermeister sich vorstellen. Das kommt aus tiefem Herzen. Ich konnte mich davon überzeugen. Du hast in deiner Dekade, wenn man so will, aus St. Pölten wirklich auch viel gemacht. Es wurde gute Vorarbeit geleistet. Zweifelsohne ist die Stadt auf guten Beinen gestanden. Mit dir hat sie sich sehr, sehr positiv weiter und vorwärts entwickelt. Ich wünsche dir aus diesem Anlass alles Gute zum Jubiläum. Bleib gesund für dich selber und für deine Umgebung und für deine und für unsere Landeshauptstadt. Alles Gute, Glück auch für die nächsten 10 Jahre.